Ja, ich bin Sonja Thiel. Ich arbeite als Digital Catalyst am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe und bin dabei damit befasst, herauszufinden, welche Verfahren der künstlichen Intelligenz in Anwendung auf die digitalen Sammlungen sinnvoll sind und konkret ein Tool zu entwickeln, das den Nutzerinnen und Nutzern des Museums die eigene Kuratierung von Inhalten KI-gestützt ermöglicht. Oh, das ist cool. Wie kommst du dahin? Also was ist so dein Hintergrund, dein beruflicher Schwerpunkt? Ja, ganz grundsätzlich interessiere ich mich einfach brennend für Kultur und dadurch auch für digitale Kultur und eben das ganze Themenfeld von Digitalität und was es für uns bedeutet. Ich interessiere mich für Transformationsprozesse und auch habe lange im Bereich der digitalen Weiterbildung gearbeitet. Und da war für mich der Einstieg oder der Übergang in den Bereich der künstlichen Intelligenz eigentlich der logische nächste Schritt. Okay. Was hast denn du gelernt, um da hinzukommen? Ich bin ausgebildet als Historikerin und Philosophin, also eine klassisch geisteswissenschaftlich. Bin dann als Kuratorin mit dem Schwerpunkt auf Partizipation ausgebildet. Also es geht mir vor allem auch darum, welchen Zugang Menschen zu Bildung und Wissen haben und wie der möglichst einfach und frei gestaltet werden kann. Also welche Möglichkeiten Menschen haben, sich über Bildung neue Bereiche zu erschließen. Und genau, ich habe dann lange im Bereich der digitalen wissenschaftlichen Weiterbildung gearbeitet und arbeite jetzt wieder konkret im Museumsbereich. Okay, das heißt, du hast keine Fortbildung, Weiterbildung gemacht im MINT-Bereich, sondern bist da irgendwie bei Learning on the Job da reingestolpert und dann hast dich da so weiterqualifiziert. Das kann man so sagen, genau. Also ich habe einfach mir immer Arbeitsbereiche gesucht, die meinen Kompetenzen entsprechen und mich während des Jobs im Prinzip mit dem Job weiterqualifiziert. Genau. Mhm. Aber KI ist ja jetzt auch, klingt ja erstmal sehr ambitioniert, ne? Künstliche Intelligenz hat ja gerade jetzt auch einen ziemlichen Boom. Was fasziniert dich daran, dass du dich dann damit jetzt beschäftigst? Ja, ich glaube, der Bereich der künstlichen Intelligenz ist erstens einer, der einfach aktuell wahnsinnig breit diskutiert wird, der unsere Gesellschaft prägt, der stark gefördert und gepusht wird, auch aus verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen und der starke transformative Kraft hat für unsere Gesellschaften, unsere Prozesse, wie wir arbeiten. Also ich denke, das ist einfach ein Bereich, bei dem es sich lohnt, sich auch aus kultureller Perspektive aktiv und auch gestaltend damit zu beschäftigen. Lass uns nochmal zurückkommen, was du gelernt hast. Also wie ist dein Bezug zu diesen MINT-Fächern? Wie kamst du dahin? Genau, also der MINT-Bereich bedeutet ja klassischerweise Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und ich bin als Philosophin und Historikerin nicht klassisch einem dieser Bereiche zuzuordnen. Ich war übrigens auch furchtbar schlecht in Mathematik. Das Einzige, was mich interessiert hat und was auch logisch für mich war, ist Wahrscheinlichkeitsrechnung und auch das, was im KI-Bereich sehr viel Anwendung findet. Also zum MINT-Bereich gekommen oder auch zu diesem Arbeitsfeld gekommen bin ich eigentlich, weil mich die Verbindung zwischen Mensch und Maschine interessiert, zwischen Technik und Gesellschaft, also weil mich interessiert, wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Und da gehört nun mal Technik und Informatik und auch der Bereich der KI, der sich ja einfach aktuell ganz rasant entwickelt, wesentlich dazu. Und KI ist einfach ein Themenfeld, das zwar schon längst Alltag ist, aber auch in weiten Teilen noch ein großes Mysterium. Ja, also für die einen ist es so ein einfaches Verfahren und eine Technologie und für die anderen ist es ein Symbol für Transformation und für wieder andere ist es einfach ein neues wirtschaftliches Geschäftsfeld.
Und wie bei jeder Technologie gilt hier nicht, ob es gut oder schlecht ist, sondern eher, wo ist sie sinnvoll und wo ist sie überflüssig? Also wo kann sie dienen und wo ist sie eine Gefahr oder auch ein Risiko für unser Leben oder auch die Umwelt und die Natur? Und ja, also der Bereich der Informatik hat ja gerade einen ganz starken Aufschwung. Und es hat sich in den vergangenen Jahrzehnten von einem Nerdfach zu einem Popstar der Wissenschaften entwickelt. Und das kann man aber auch historisch betrachten. Dafür ist dann Kultur oder auch die Kultur und Wissenschaften auch ganz sinnvoll. Also man kann es wissenschaftstheoretisch einordnen, also etwa die Möglichkeiten, neue und andere Erkenntnisse über unsere Welt zu gewinnen und welche Vorteile sich darüber über KI-Verfahren bieten. Also wir können uns über KI neue Felder von Wissen erschließen und zugänglich machen, ja, und erweitern einfach damit unsere Erkenntnismöglichkeiten. Also wir können zum Beispiel mit Hilfe von KI große Museumssammlungen mit einem Klick in Clustern sichtbar machen, ja, und Muster in Sammlungen aufzeigen. Das konnte man einfach früher noch nicht so gut. Wir können nachweisen, von wem Texte geschrieben wurden, also dass sie zum Beispiel von einer Ehefrau und nicht von dem eigentlichen Autor geschrieben wurden. Oder auch für andere Bereiche in der Kultur ist KI total spannend. Also es können unvollendete Sinfonien jetzt von einer KI vollendet werden und in Kollaboration zwischen KI, also Mensch und Maschine, zwischen Verfahren und vorhandener Kunst und Kultur können neue Kunst- und Kulturformen geschaffen werden. Und das ist wahnsinnig spannend und einfach, denke ich, wert, sich damit zu beschäftigen. Ja, aber gleichzeitig gibt es auch, denke ich, Hinweise darauf, dass nicht die bisherige Kunst und Kultur überflüssig oder überholt ist. Also davor besteht, glaube ich, aktuell stark, also eine starke Angst. Sondern dass sich eher über Digitalität neue Techniken und Formen ausbilden, die wieder neue Handlungs- und Arbeitsfelder auch erschließen. Und das ist eigentlich das Interessante. Wenn man sich das historisch anschaut, ist das ein völlig normaler Vorgang. Also wenn wir uns die Entwicklung von Pferd zum Auto oder von Handwerk zur Dampfmaschine oder von Radio zu Fernsehen und Malerei zur Fotografie anschauen, heißt es ja nicht, dass deswegen die Malerei überflüssig wird, sondern dass sich einfach neue Formen über eine neue Form von Technik ausbilden und ja, sich neue Felder eröffnen. Und das ist spannend. Genau. Und dieses Spannungsfeld von, ist KI jetzt ein Tool, ein Assistent, ein System oder auch sogar eine neue Lebensform? Das wird ja auch viel diskutiert, heißt einfach eher, dass KI ein sich entwickelndes Handlungsfeld ist, das wirtschaftlich, rechtlich, soziologisch, administrativ, aber eben auch historisch oder philosophisch betrachtet werden kann und sollte. Und deswegen ist es super, wenn sich möglichst viele Menschen ja, darauf einlassen und aus ihren jeweiligen Perspektiven kritisch und hoffentlich klug sich die Mühe machen zu verstehen, was eigentlich passiert und auch ein eigenes Interesse haben, das Feld produktiv und gestaltend, zukunftsweisend zu entwickeln. Mhm. Genau. Das heißt, du bist Historikerin und beschäftigst dich jetzt mit so einer Zukunftstechnologie. Was fasziniert dich daran, an diesem Karriereweg? Ja, ich bin Historikerin, habe lange im Bereich der Bildung gearbeitet. Also ich mag es zu lernen, ich mag es gemeinsam zu lernen, andere dabei zu unterstützen und auch zu verstehen, wie jetzt zum Beispiel Maschinen lernen. Das ist auch ein spannender Prozess. Und wie wir mit Maschinen interagieren. Also mich interessieren insgesamt digitale Lernräume in einem weiteren Sinne. Ursprünglich komme ich aus dem Bereich der Holocaust Education und der Erinnerungskultur. Also ich habe eine sehr tiefe Verbundenheit mit dem Bedürfnis, Geschichten zu erzählen, sich auszudrücken, etwas zu hinterlassen und darüber
im Sinne der Erinnerung, jetzt zum Beispiel Erinnerung an die Shoah, eine Form von Gerechtigkeit auch wiederherzustellen. Also diese Grundfrage von wer wessen Geschichte erzählt und welche Informationen offen zugänglich sind und wie daran erinnert wird, ist für uns, also ist für Menschen einfach wahnsinnig wichtig. Und über diese Arbeit an Gedenkstätten und Museen kam ich eigentlich zu diesem Bereich der Partizipation, also der Frage, welche Form von Teilhabe haben Menschen an Kultur? Und das aber eben nicht als Selbstzweck, sondern immer mit der Frage, was bedeutet das für aktuelle Gestaltung der Gesellschaft? Ja, also genau, also wie zum Beispiel wollen wir unsere Stadt gestalten? Ja, das jetzt quasi, also diesen Ansatz anzuwenden auf ein bestimmtes Feld, das einfach gerade aktuell sehr prägend ist, nämlich das Feld der KI, ist, denke ich, eine wichtige Möglichkeit, auch im besten Sinne des Empowerments, ja, also dass Menschen die Möglichkeit haben, über die eigene, den eigenen Bildungsweg, neue Fähigkeiten, die sie sich aneignen und aber auch gleichzeitig auch die Möglichkeit, die Technologie mitzugestalten dadurch. Also dass man versteht, wie funktioniert diese Technologie, wie lässt sie sich einsetzen, aber gleichzeitig dann auch die Möglichkeit zu haben, aha, so kann ich es einsetzen. Ja. Das finde ich einfach sehr lohnenswert. Ja. Mhm. Welche technologischen Entwicklungen siehst du in deinem jetzigen Bereich? Worauf freust du dich vielleicht auch? Ich sehe schon, dass viele dieser generativen KI-Verfahren erstens viele Prozesse und aber auch Geschäftsmodelle obsolet machen. Dass KI-Verfahren, die aktuell entwickelt werden, glaube ich, viel den Arbeitsalltag verändern werden, ergänzen, erleichtern, aber vielleicht auch nerven werden. Ja, also das ist, glaube ich, spannend. Also die Frage, wie wir Texte schreiben oder Bilder produzieren oder wie wir suchen, wie wir finden, wie wir Fragen stellen und Antworten erwarten, verändert sich einfach aktuell stark. Ich sehe gleichzeitig, dass sich da auch wieder die Gefahr von Monopolisierung und Verwirtschaftlichung darüber ergibt und auch das, was eigentlich als KI verstanden wird, eigentlich nur von einigen wenigen sehr stark mitgestaltet wird. Deswegen denke ich, ist es umso wichtiger, dass es auch von anderen Seiten Leute kommen, die mitdenken, die die Geschichte kennen, die vielleicht in Überkultur Lernen und Experimentierräume haben, um ja auch wieder andere Perspektiven einzubringen. Also ich denke, Kultur kann hier einfach helfen, kreative Räume zu öffnen und zu ermutigen, einen Einstieg zu helfen. Also was wir zum Beispiel ab und zu machen, sind sogenannte Hackathons. Ja? Also Developer-Entwicklerinnen-Formate, wo man aber auch einsteigen kann, wenn man noch nicht so viel programmieren kann, also wo man auch einfach so mitmachen kann. Das kann, glaube ich, ein guter möglicher Einstieg sein. Mhm. Du sagst, du lernst gerne. Was möchtest du denn als nächstes gerne lernen? Ich möchte immer gerne sehr, sehr viel lernen. Also ich möchte endlich mal verstehen, wie eigentlich Sparkle Queries funktionieren. Da hapert es bei mir immer noch. Im Ernst, also aktuell beschäftigt mich die Frage, welche Rolle offene Kulturdaten für große Machine Learning Modelle bedeuten. Also wie zum Beispiel, welche Rolle es spielt, dass Kulturdaten in großen Sprachmodellen zum Beispiel mit enthalten sind und wie sie enthalten sein sollten und auch welche rechtlichen Fragen da dran stecken. Also damit beschäftige ich mich gerade. Und was ich auch noch besser lernen möchte, ist die Frage, wie eigentlich diese Technologie mit Umwelt- und Klimaverträglichkeit besser zusammengeht. Denn das
Da haben wir, glaube ich, einfach ein großes Problem. Die Technologie ist sehr ressourcenintensiv und bringt Folgekosten mit sich. Und das geht nicht einfach so, sondern ich glaube, da müssen wir besser lernen, einzuschätzen, was lohnt sich überhaupt und was nicht. Oder eben auch, wie lassen sich diese Technologien weniger ressourcenintensiv entwickeln. Nun kommst du aus dem Kulturbereich, das ist ja nun nicht der klassische MINT-Bereich, aber so je länger ich mich damit beschäftige, desto eher komme ich an den Punkt, dass wir kaum noch Branchen haben, die nicht Tech-getrieben sind. Also auch im Kunstbereich spielt die Technologie eine immer größere Rolle. Welche Karrieremöglichkeiten siehst du denn für Menschen, die sich noch gar nicht so mit diesem ganzen digitalen Bereich beschäftigt haben? Also wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, das glaube ich erstens auch gar nicht, weil ich glaube, man kommt gar nicht drum herum. Jeder hat bestimmte Erfahrungen mit der Digitalität. Aber ansonsten gilt wie immer, glaube ich, einfach erstmal anfangen, Verbündete suchen, denen man vertraut und sich vor allem in erster Linie Ziele suchen, die man selber sinnvoll findet. Und dann mutig sein. Sich die Fähigkeit bewahren, sich schnell in etwas Neues einzuarbeiten. Und was würdest du erwachsenen Menschen empfehlen oder kannst du irgendwas empfehlen, wie sie mit so einem ersten Zeitinvestment da starten können? Ja, also es gibt fantastische, offene, freie Lernangebote. Also was ich sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel der KI Campus oder auch das Hasso-Plattner-Institut. Da gibt es tolle Sachen. Für auch jetzt keine Neuigkeit, aber für einzelne gezielte Skills ist YouTube mittlerweile ein sehr, sehr guter Ort, um selbstgesteuert zu lernen. Und wenn man einen vielleicht eher strukturierteren und begleiteteren Einstieg sich wünscht, sind wissenschaftliche, berufsbegleitende Weiterbildungen an Unis oder Fachhochschulen sicherlich ein guter erster Schritt. Die werden häufig online, hybrid, asynchron angeboten und sind eine gute Möglichkeit, einen strukturierten Einstieg auch neben Beruf oder Care-Arbeit zu finden. Und kann man alternativ auch zu euch ins Museum kommen? Bietet ihr auch solche Einstiege an, in irgendeiner Art und Weise? Also wir bieten, wie gesagt, ab und zu so Kreativ-Entwickler-Formate an, wo es darum geht, mit den Daten zu arbeiten, also Kultur-Hackathons. Wir haben verschiedene, schon auch öffentliche Diskussionsrunden über einzelne Technologien aber konkret der Frage, wie lassen die sich jetzt überhaupt auf das Museum, Museumsdaten anwenden? Also das ist auch eine Möglichkeit. Genau, und es gibt aber jetzt im gesamten Kulturbereich aktuell auch viele Ausstellungen und Lernformate. Also jetzt ja nicht nur bei uns in Karlsruhe, sondern einfach bundesweit an verschiedenen Museen, Ausstellungen, die einen Einstieg in das KI-Thema auch bieten. Noch eine Frage, die gar nicht in dem Katalog stand. Welche Bedeutung hat die KI in der Kunstentstehung? Also ich sehe, dass viele Künstler, Künstlerinnen künstliche Intelligenz auch selber nutzen für ihre Arbeiten, auch zur Reflexion dieser Technologien. Siehst du da so auch so einen Trend in der Kunstentwicklung? Ja, ich sehe, dass es vermehrt Künstlerinnen und Künstler gibt, die die Technologie einsetzen, entweder zur Unterstützung oder eben tatsächlich zur Co-Produktion. Also dass es einfach immer mehr auch diesen Ansatz gibt, aha, wie kann ich als Künstler mit einer KI gemeinsam Kunst machen? Ja? Und das ist auf jeden Fall, denke ich, ein spannendes neues Feld. Das heißt eben, dass sich Künstlerinnen, die vielleicht ja auch gar nicht dafür ausgebildet sind, einfach reinarbeiten in bestimmte Tech-Verfahren. Ja. Andererseits heißt es aber auch, dass vielleicht Leute, die
ausgebildet sind in Digital Humanities oder in Informatik und einen künstlerischen Ansatz haben, verstärkt ins Kunstfeld reinkommen. Ja? Und also da ist, glaube ich, der Bereich der Medienkunst am allerweitesten. Ja, also das ist einfach ein spannendes neues Feld. Ja. Mhm. Natürlich gibt's da auch also viel so einfache Verfahren, wo du sagen kannst, aha, jetzt ich kann schnell mal ein Bild machen und nenne das dann Kunst. Ja, also ich glaube, was dann auch passiert, ist eben dass sich die Frage neu stellt, was verstehen wir überhaupt unter Kunst? Ja, ist jetzt schon jedes KI-generierte Bild Kunst oder was ist jetzt für uns Kunst? Ne? Also das ist dann aber wieder so eine Aushandlungsfrage. Mhm. Aber auch ein guter Einstieg, glaube ich, für Menschen, die noch nicht so im MINT-Bereich unterwegs sind, damit einfach zu starten mit diesen Tools, ne? Weil die ja auch teilweise Spaß machen, ne? Und mit so Bilder sich generieren zu lassen, KI-Bilder generieren zu lassen. Mhm. Nun bist du ja noch nicht 45 plus, sondern bist quasi ein Nachwuchs für diesen Bereich. Was würdest du aber denn dennoch Frauen im fortgeschrittenen Alter empfehlen, an dieser Zukunft teilzuhaben, weil es kommen ja jetzt diese ganzen Technologien auf. Hast du da Empfehlungen? Also ich glaube, eine Empfehlung ist, nicht defizitorientiert vorzugehen. Also ich glaube, was schnell passiert, ist, dass man das Gefühl hat, defizitär zu sein, weil man bestimmte Dinge nicht versteht, noch nicht kennt und so weiter, sondern ich glaube, es ist auf jeden Fall besonders wichtig, selbstbewusst auf die eigenen Erfahrungen und Kenntnisse zu schauen und die nicht weniger wert sind. Also ich glaube, für diesen gesamten Bereich ist eigentlich besonders wichtig anzuerkennen, dass es Menschen mit unterschiedlichem Vorwissen braucht, um KI gut zu gestalten, ja. Also wenn wir rein technisch rangehen oder wenn wir rein forschungsorientiert rangehen oder denke ich, kommen wir in eine Schieflage. Also ich glaube, es ist besonders wichtig, dass es ein sich divers entwickelnder Bereich ist. Also ich glaube, deswegen ist es super, wenn Leute aus einer Quereinstiegsperspektive daran mitdenken und dann aber auch gleichzeitig ihre eigenen Vorerfahrungen und ihr Vorwissen selbstbewusst einbringen und genau da sich nicht unterbuttern lassen. Und ich glaube, gerade zum Beispiel aus der Geschichte oder der Philosophie gibt es Kompetenzen, die helfen können. Also Quellenkritik zum Beispiel, ja, brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend, wenn wir uns die großen Sprachmodelle anschauen und vergleichen müssen, aha, was ist jetzt Fakt und was ist Fiktion? Ne? Was macht das Sprachmodell mit einer Frage? Oder auch aus der Philosophie, also Reflexionskompetenz. Also was für eine Form von Wissen ist es denn überhaupt, die da gerade produziert wird? Ja, und also das aber auch in die Diskussion zu bringen und nicht einfach rein technologieorientiert vorzugehen. Also insofern, ich plädiere immer für Interdisziplinarität Ich bin auch ein großer Fan des Heterogenen und ich glaube, nur so kann kollektive Intelligenz auch entstehen, indem wir aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema schauen, uns austauschen, diskursiv und auch einfach wirklich an der Sache arbeiten und die Zukunft angehen. Also uns nicht da so treiben zu lassen, sondern das auch mitzugestalten. Sonja, vielen Dank bis hierhin. Das waren schon meine Fragen. Super. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und alles Gute dir. Und ich beende jetzt erstmal die Aufzeichnung.